Na, ihr Käsekroketten, endlich ein neues Video und vorübergehend blonde Haare. Ich weiß, es sieht furchtbar aus, was habe ich mir dabei gedacht. Das ist nur zur Vorbereitung von den Directions. Und ich bin auch noch nicht fertig geschminkt. Wie ihr gelesen habt, neuer Shit von Amazon, den ich ausprobieren wollte. Wir fangen einmal an mit Mascara. Die war ja mega gehypt, also da gibt es ja zwei von, einmal so in Regenbogenfarben und einmal die hier. Angeblich macht die mega krasse Wimpern. Ich trage die auf, kann aber euch schon verraten, ich habe sie schon zweimal ausprobiert. Kommt in so einem vergilbten, weiß ich nicht, etwas dickeren Papier in der Verpackung und ist ein ziemlich großer Oschi. Hallo Hund. Es ist ein Silikonbürstchen und wenn man hier das so ein bisschen, ihr seht, das zieht so ein bisschen Fäden. Ne? Ich trage das jetzt einfach mal schnell auf. Ich hole das mal eh auch an. Dann müsst ihr die Haare auch nicht so dolle sehen. Erster Schritt. Zu dieser Mascara. In den Videos bei Amazon, Facebook, Instagram sieht man, dass die krasse Wimpern bekommen, als hätten sie falsche Wimpern drauf. Das sieht jetzt nicht so aus, ne? Wenn man sich an mein Video erinnert oder ich versuche es auch zu verlinken von der hier, da ist die jetzt natürlich ein bisschen extremer. Aber im Gegensatz zu dieser hier würde ich jetzt nicht so einen großen Unterschied feststellen, objektiv jetzt mal so betrachtet oder halt mit Abstand. Ich habe sie ja schon zweimal vorher ausprobiert. Wenn ich mir abends das Gesicht abwasche mit meinen Washis, verlinke ich auch. Die ist wasserfest. Die ist sehr wasserfest. Nicht wie normale wasserfeste Mascara, sondern die geht mit bloßem Wasser nicht ab. Und auch wenn ich mit dem Washi drüber gehe, bleibt das. Also das ist wirklich für Schwimmbad, wobei Chlor weiß ich jetzt natürlich nie so richtig, aber Strandurlaub oder so, da scheint die richtig gut zu sein. Als ich mir unter der Dusche abends das Gesicht abgewaschen habe und dann halt auch Gesichtsseife benutzt habe, da geht das, also geht auch nicht alles so richtig ab. Und dann stand ich vorm Spiegel und dachte mir, was ist denn das? Und dann habe ich das so wie eine Ummantelung abgezogen. Das war schon ein bisschen eklig, aber voll, also auch cool. Sie kostet jetzt nicht die Welt. Ich verlinke das wieder in der Infobox, ist ja auch nicht gesponsert oder so. Ich glaube 97, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Für diese Mascara habe ich bezahlt 7,49 € auf Amazon. Ich verlinke euch das auch. Jetzt gerade ist ein Fehler aufgetreten. Ich hoffe, man kann die noch aufrufen. Auf den Bildern dazu sieht es auch echt aus, als würden die falsche Wimpern tragen. Das ist nicht der Fall. Man sieht sie jetzt, also man sieht es ja jetzt, sie sehen halt aus wie gut getuschte Wimpern. Mehr oder weniger. Horror ist abschminken. Ja, ich habe es jetzt noch nicht mit Micellenwasser versucht. Vielleicht mache ich das mal. Das wäre aber jetzt die kurze, schnelle Meinung zu dieser Mascara. Zweites Teil ist, ich habe mir ein Polyacryl-Nagelset geholt. Das kommt in dieser Tüte. Es hat solche Förmchen dabei, wo ich auch denke, krass, wer hat denn solche Nägel? Das ist sehr heftig, also richtig breite. Man guckt ja nicht immer auf die ganzen Hände. Also da kriegt man so zwei Schablonen mit. Meine Nägel haben da relativ gut reingepasst. Also ich musste immer noch mal ein bisschen gucken. Man nimmt ja immer eher etwas größere und feilt das dann wieder runter oder halt an der Seite gerade.
Und dazu gibt es diese drei kleinen Tuben mit Weiß, was wirklich weiß ist, ein Clear Pink, also es ist nicht wirklich Clear Pink, es ist ein nettes Pink, man kann es aber schlecht mit dem Weiß mischen. Und ein normales Clear, das habe ich jetzt. Ich hatte mir schon von, weiß ich jetzt gar nicht genau wo, Pretty Nails 24, hatte ich mir Polyacryl in so einer Dings geholt. Das ist relativ schwierig, weil ich nicht genau weiß, wie komme ich da jetzt dran. Da habe ich mir extra so einen Spachtel geholt. Was bei diesen Tuben toll ist, du drückst es in die Form und dann kannst du es halt mit so einem, mit einer Lösung und einem Pinsel halt in die Form schieben. Problem für mich war, weil ich auch überhaupt nicht geübt bin und es soll ja auch für Nicht-Geübte sein und ich eigentlich immer nur Gelnägel und es war dann halt unterschiedlich dick. Also oben ist es ja dann immer schön glatt, Riesenvorteil. Hier hat man aber dann zum Beispiel, hatte ich hier, es war die Seite sehr dünn, weil ich das nicht gesehen habe und die Seite war sehr hoch. Das heißt, ich musste manche Nägel nochmal machen. Ich habe meine Naturnägel drunter und manchmal war es leider auch so, dass die Biegung nicht so richtig war und bei dem hatte ich das, dass dann hier vorne Luft zwischen war, also zwischen meinem Nagel und dem Polyacryl, dass ich das gar nicht so richtig verbunden hat, weil ja, und man hat auch Probleme bei der falschen Größe, dass dann Luftlöcher drunter kommen oder man muss es eigentlich ein bisschen festdrücken, während man das in die Lampe schiebt. Aber ich glaube, mit genug Übung und einem besseren Augenmaß ist das eigentlich ganz cool. Bezahlt habe ich für die 9,88. Damit habe ich mir jetzt einmal die Nägel gemacht. Hier oben ist es relativ fest und sonst ist es aber eine angenehme Paste, aber hier oben, als ob das hier so ein bisschen fest sitzt. Zwei, dreimal kann man sich bestimmt damit die Nägel machen mit dieser Tube. An sich ist es relativ weich, das Material. Also beim Feilen wirkt es relativ weich. Ansonsten hat es so aber eine gute Stabilität, wenn es überall richtig verteilt ist und sitzt. Was ich jetzt allerdings auch habe, ist, dass ich sehe, dass sich meine Nägel halt unten drunter lösen. Also ich habe es an den Daumen. Hier ist es ziemlich abgefressen schon. Also alles, was ihr jetzt sehr hell seht, das ist schon Luft. Das heißt, ich muss sie spätestens morgen neu machen. Und das habe ich fast an jedem Finger. Hier ist mir sogar ein Stück auch direkt rausgebrochen. Es ist halt auch mit dem Fokus eine scheiß Sache. Nicht die Augen, nicht die Augen. Oh, verdammt, ist die Öl. Ich hoffe, man sieht was. Ich sehe es wieder erst im Schnitt. Aber ja, das ist eigentlich bei allen Fingern so. Bei einem mehr, bei anderen weniger. Hier hat sich das auch bis hierhin quasi schon Luft gezogen. Ansonsten aber nicht an den Seiten. Also an den Nagelseiten, wo es ab und zu mal passiert, da nicht. Mit ein bisschen Übung, Zeit, Lust geht es bestimmt cool. Es ist bestimmt eine coole Alternative. Wichtig ist halt, dass man guckt, dass da keine Luft drunter ist, dass man das schon mal vorher, bevor man es in den Ofen schiebt, also in die Lampe reinschiebt, sich die Seiten mit einem Rosenholzstäbchen sauber macht. Da muss man weniger feilen. Hier habe ich zum Beispiel sehr gekleckert. Hier. Da könnte ich jetzt einfach mit dem Stäbchen runtergehen und das würde sich viel zu leicht lösen. Aber das ist auch das Material. Also es ist halt so. Für 8,99, dass man sich so 2, 3, 4 Mal, also je nachdem welche Farbe man auch bevorzugt, mindestens zweimal die Nägel machen kann, finde ich das eigentlich ganz cool. Gerade so zum Ausprobieren, aber man braucht halt noch die Entwicklerflüssigkeit, die ich aber schon hatte, damit man das überhaupt in dieser Form mit einem Pinsel halt verreiben kann. Man braucht einen Pinsel, man braucht eine Lampe und ein Rosenstockholz. Hölzchen. Aber wenn man die Sachen schon hat, dann ist es kein Problem. Dann finde ich das eigentlich ganz cool, aber es ist nicht mein Nagelding. Okay, warum ich blond geblieben bin für dieses Video und, achso, das ist
Acrylgel Professional. Professional. Professional sind wir ja alle. Aber okay, warum ich bei dieser Haarfarbe jetzt geblieben bin, obwohl sie ein bisschen gelb und orange ist, und aber das macht ja nichts, weil da ja Pink drüber kommt und dann sieht es nicht mehr so schlimm aus, aber jetzt gerade noch nicht, ist dieses Paket. Ich habe es noch nicht aufgemacht, es ist noch vollständig geschlossen. Ich habe das seit einer guten Woche hier liegen. Aber ich kam einfach nicht dazu, das Video zu machen. Bei mir ist ja gerade mega viel los. Dafür gibt es ein anderes Video. Aber ich habe mir Haarextensions gekauft. Haarteil Extension, eine Tresse, Haarverlängerung, synthetische Haare, Haarverdichtung. 24 Tüdelchen, 60 cm bis 120 Gramm, gewählt mittelblond. Ist das mittelblond? Ich habe keine Ahnung. Ich war doch sonst immer nur braun. Höchstens Ombre und Pink und ich weiß es nicht. Die Farbe im Internet auszusuchen. Ne? Schwierig. Oh shit, das sieht viel zu dunkel aus. Achso, da ist ein Hartnetz rum. Okay. So sieht das aus. Jetzt dachte ich, war das mega dunkel, aber das ist dieses schwarze Haarnetz. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Glück und ich habe für extra Länge. Diese 60 cm habe ich 80 Cent mehr bezahlt. Also es hat gekostet 11,80 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ja, Haarverlängerung, synthetische Haare. Verlinke ich euch auch. Okay. Also, ja, sie sind doch dunkel. Anders. Sie sind anders. Sie sind halt kühler und nicht so gelb-orange. Was ist das? Ah, hier ist dieses Bändchen, womit man das festmacht. Da muss man ja erstmal basteln. Hier ist so ein Teil durchgeschossen. Jetzt brauche ich eine Schere. Ah, ich habe eine Schere. Clip-in Haar Extensions, also so heißt wohl die Seite. Nee. S-noelite.com. Ah nee, warte mal, da ist eins schon drum. So ein Plastikband, aber dann gibt es wohl Ersatz. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe so Clip-Ins, habe ich. Aber die fand ich eigentlich schon ganz spannend. Und muss man das jetzt hier rausziehen? Also es ist so festgemacht. Ich hätte es jetzt nach oben hin rausgezogen oder ich mache einfach mal die Verpackung drücken. Ist vielleicht schlauer. Ja, ist schlauer. Okay, da ist es. Es fällt alles runter. Was erwarten wir für 11,80 Euro? Nicht so viel. Und ich würde sie ja eh einfärben. Oh, die sind echt dick. Das ist mehr Haar, als ich auf meinem Kopf habe. Okay, ich habe auch sehr dünnes Haar, aber... Sie glänzen schon arg, ne? Das ist natürlich nicht so cool. Im Schatten sieht es ein bisschen besser aus. Aber für synthetische Haare fühlen die sich echt Bombe an. Schön weich. Spitzen nicht so gut. Aber hier... Okay, diese Bänder, ne? Ich habe sowas mal ausprobiert. Ich habe ja sehr kleinen Schädel. Wie macht man das denn? Wie war das? Hier setzt man sich die dran und dann zieht man sich das ein bisschen weg. Ist das noch pink? Nee. Und dann macht man sich eigentlich mal einen Zopf. Und was habe ich jetzt nicht? Irgendwas zum Festen. Doch, da. So, und jetzt ist hier dieses Band dran. Und es sieht relativ schmal aus. Vielleicht habe ich ja Glück. Und ich muss dann nicht groß rumbasteln. So. So. Es passt nicht. Ja, ich weiß. Es geht auch nicht so weit nach vorne. Es ist elastisch. Hängt es da jetzt richtig? Ich glaube schon. Und
Und dann, ich habe halt so super feines Haar, ne? Was ist das hier? Hier würde ich es jetzt sehen. Und jetzt mal abgesehen davon, dass die Farbe überhaupt nicht meins ist und ihr viel zu nah dran seid. Okay. Das sieht natürlich total albern aus, aber es sitzt ganz komisch. Muss man das noch festklippen? Ich dachte einfach nur Band rein und dann ist gut. Aber wenn ich sie jetzt nach hinten werfe, habe ich das Gefühl, ich verliere sie gleich. Bin ich zu weit hinten? Hätte ich sie weiter nach vorne setzen müssen? Wo ist denn das Ding? Jetzt wird es ja echt Sport, ne? Okay, gehe ich nochmal weiter von hier. Da habe ich halt kaum Haare, dass die irgendwie versteckt werden. Viel zu lang. Ich setze die erstmal so auf. Also so vom Abstand finde ich das eigentlich ganz gut. Aber die Länge ist ja pervers. Ich hätte mir die 80 Cent sparen können. Oh, shit. Shit, shit, shit. Also ich würde sie ja eh eintönen. Das geht mit Directions ganz gut, wenn man sie so ein bisschen vorbehandelt. Aber ich glaube, ich brauche 3 Packungen, um irgendwie durch diese Haare zu kommen. Leute, was macht ihr mit dicken Haaren, wenn ihr die färben wollt? Dann braucht ihr immer mehr Packungen. Ist ja krass. Okay, ich versuche es jetzt mal irgendwie so getrickst. Getrickst? Was ist das für ein Wort? Das kannst du natürlich bei Clip-Ins nicht machen. Dir so viele Haare rausholen, wie du brauchst zum Überdecken. Also hier sieht man es ja auf jeden Fall irgendwie, ne? Weil das da dumm ist. Und wenn dann ein Windzug kommt, okay. Also hier ist jetzt nicht so direkt krass, weil die auch da sitzen. Okay. Hier diesen Punkt sieht man natürlich echt extrem, ne? Und ich habe auf der Seite noch feineres und weniger Haar und abgebrochene Babyhärchen. Ich muss die abschneiden. Das ist viel zu krass. Oder flechten. Flechten ginge. Flechten wäre gut. Also da würde ich dann vielleicht nochmal ein extra Video machen. Aber nur damit ihr mal einen Eindruck davon habt, das ist jetzt mittelblond. Es ist verlinkt. Es ist ein bisschen viel kühler. Es ist ein bisschen kühler als die aktuelle Haarfarbe, die ich habe. Und hier im Vergleich zu dem Orangen, also ich hatte halt noch rosa Directions drin, wirkt es fast schon ein bisschen grünlich. Also in dem Spiegel. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist. Wenn ich das jetzt mal hier so, ne? Also im Gegensatz zu dem Rosé-Orange und dem Gelb-Blond. Fuck. Wirkt es aber, also ein Hauch graugrün. Oder? Spinne ich? I don't know. Hier fühlen die sich echt super weich an, aber in den Spitzen. Na, ein bisschen, als ob jemand echt Spliss hätte. Es ist halt auch sehr unterschiedlich geschnitten, dadurch wird es wahrscheinlich auch ein bisschen kruschelig. Verdammt viel Haar, verdammt. Ich verlinke euch alle Sachen in der Infobox und ich versuche auch die Videos zu den anderen Mascaren
oder was auch immer oben in der Infobox zu verlinken. Also und ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ja, dann war's das. Und dann wünsche ich euch noch was und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.